Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage. Im All-Inclusive-Paket von OE24 Solar. Mit Gratislieferung und Montage. Sie haben ein Haus? Wir installieren Ihnen Ihre Photovoltaikanlage zum garantierten Fixpreis. Schnell, günstig und unkompliziert. Gleich bestellen unter www.oe24solar.at. Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin. Was bedeutet das Wahlergebnis in Frankreich, wenn überhaupt, für Österreich? Was zieht die FPÖ für Lernen daraus, dass Marine Le Pens Partei Rassemblement National, die in Frankreich als extrem rechts angesehen wird, zwar ihr historisch bestes Ergebnis erhalten hat, nach Stimme Nummer 1 geworden ist, aber trotzdem nur auf Platz 3 ist und wieder weit von jeglicher Regierungschance entfernt ist. Lernt die FPÖ etwas daraus oder sieht sie einen totalen Unterschied? Und wie läuft eigentlich der Nationalratswahlkampf der Freiheitlichen an? Das möchte ich jetzt unter anderem Generalsekretär Christian Hafenegger fragen, den ich hier herzlich im Studio begrüßen darf. Schönen guten Abend. Herr Hafenegger, fangen wir mit dieser Frankreich-Wahl an, weil natürlich hat sicher auch die FPÖ, nicht nur die anderen Parteien, auf dieses Ergebnis geschaut und auf diese Wahl geschaut. Schließen Sie daraus irgendwelche Rückschlüsse auf Österreich oder sagen Sie, das sind zwei zu unterschiedliche Staaten? Ja, das ist definitiv so, dass man da keinen Rückschluss auf Österreich ziehen kann, denn Frankreich ist eine Semi-Präsidentenrepublik. Das heißt also, hier hat der Präsident schon eine sehr, sehr starke Stellung, während er bei uns nur Kettenraucher sein kann und Staatsnotar. Das ist der eine Unterschied. Auf der anderen Seite muss er natürlich im Zusammenwirken mit dem Parlament arbeiten. Und der nächste große Unterschied ist also zur Semi-Präsidentiellen in Frankreich, der nächste Unterschied ist der, dass es dort auch ein Mehrheitswahlrecht gibt. Das heißt also, dass die Wahlkreise in zwei Ermittlungsverfahren sozusagen erster Wahlgang wird dann übrig bleibt. Und da ist es dann so, dass sozusagen der, der über 50% in diesem Wahlkreis kommt, dann den Wahlkreis bekommt und das somit auch das Mandat. Und wenn man den Hintergrund sich vor Augen hält, dann sieht man aber schon auch, dass, wie Sie richtig einmoderiert haben, die Rassemblement National, dass die natürlich das stärkste Ergebnis in der Geschichte eingefahren haben. Sie haben auch die absolut meisten Stimmen bekommen. Mhm. Das darf man in dem Zusammenhang auch nicht vergessen. Aber natürlich hat man aus meiner Sicht, ich würde sagen, auf gut Österreich ein bisschen getrickst, indem man dann gesagt hat, naja, gewisse Parteien haben die Dritten dann wieder abgezogen aus dem Wahlkampf und so weiter und so fort, dass es hier zu einer entsprechenden Zuspitzung gekommen ist. Und damit hat man schlussendlich dann die Mehrheit der Wahlkreise gemacht, aber bei weitem nicht die Mehrheit der Stimmen. Mit der Mehrheit der Wahlkreise hat man die Mehrheit der Mandate natürlich für diese Verschiebung gesorgt. Jetzt bin ich aber gespannt, wie man da zu einer Regierungsbildung kommen will, weil sowohl in diesem frisch aus dem Boden gestampften Linksbündnis reden die nicht alle unbedingt gern miteinander, geschweige denn mit der Präsidentenpartei von Macron. Also da gibt es ja auch wiederum massive Differenzen und alle gemeinsam wollen wieder nicht mit Le Pen sprechen. Also bin gespannt, was das wird. Also nur zum Thema Tricksen. Es wurde nicht getrickst, sondern das, was passiert ist, ist in Frankreich ein nicht unüblicher Vorgang. Das nennt sich Republikanische Front. Das heißt, es haben 208 Kandidaten ihre Kandidatur zurückgezogen. Aus taktischen Gründen. Aus taktischen Gründen, aber es war keine Trickserei, naja, nur Missverständnisse. Aber sauber schaut anders aus. Naja, das ist das Recht anderer Also wenn Parteien. Es in anderen Ländern sozusagen erlaubt ist, solche taktischen Spielchen durchzuführen, ja, dann mag es ja dort legal sein, aber die Optik ist trotzdem eine grausliche. Aber es hat ja funktioniert. Vielleicht brauchen wir wirklich eine sechste Republik dann. Es hat ja nun einmal funktioniert und diese republikanische Front ist etwas, wo von ganz links bis Mitte rechts alle immer gesagt haben, nicht mit der Partei von Marine Le Pen. Das ist quasi, fürchten Sie sowas in Österreich? Weil da sagen ja Sozialdemokraten, Grüne, Liberale, eigentlich auch die Nehammer ÖVP nicht mit der Kickl-FPÖ.
Naja, im Prinzip ist es ähnlich, nur dass es bei uns die rechtlichen Möglichkeiten dazu nicht in diesem Ausmaß gibt, dass man die Wahlkreise umgestaltet und mehr oder weniger dann Listen zurückzieht und so weiter. Also für mich hat das schon etwas Anachronistisches. Aber schauen Sie, man kann solche Tricks vielleicht auch ein-, zweimal machen. Ja? Man kann auch hier die Einheitspartei spielen, so wie es in Österreich der Fall ist, gegen uns Freiheitliche auch das geht. Aber man darf dabei trotzdem eines nicht vergessen, der Wähler lässt sich das nicht auf Dauer gefallen. Es gibt in der Politik die normative Kraft des Faktischen und irgendwann einmal, wenn man ständig den Wählerwillen übergeht, ja, oder wenn man mit zu solchen Mitteln oder zu solchen Strategien greift, dann wird das nicht ewig funktionieren und wird schlussendlich dazu führen, dass Rassemblement National noch stärker wird und Marine Le Pen genauso. Wir haben es bei den Europawahlen gesehen, dass sie dort sehr gut abgeschnitten haben. Wir sehen es im Übrigen auch in der Bundesrepublik Deutschland, was die AfD betrifft. Auch dort schließt man zwar seitens der dortigen Einheitspartei immer wieder die AfD aus, mittlerweile in den neuen Bundesländern aber stärkste Kraft durchaus. Also wie gesagt, der Wähler lässt sich nicht auf Dauer hinters Licht führen und was die ÖVP und die SPÖ und sonstige Kleinparteien, die es halt noch gibt, davon haben, die FPÖ dort auszuschließen, sieht man auch an den Wahlergebnissen. Mhm. Das kann in Österreich der Fall sein. In Frankreich funktioniert das übrigens seit über 20 Jahren, seit zum allerersten Mal Jean-Marie Le Pen in eine Stichwahl der Vater von der jetzigen Parteichefin. 2002 war es. Also 2002 ist er erstmals in die Stichwahl, er zum ersten und einzigen Mal. Also ich sage nur, diese republikanische Front hält dort seit Dekaden, aber in Österreich glauben Sie, dass dem nicht so ist, vielleicht auch, weil der große Unterschied Österreich-Frankreich ist. In Frankreich hat ja wirklich keine Partei jemals mit dem Rassemblement National oder früher Front National eine Regierungskooperation gemacht. Also das war immer ausgeschlossen. In Frankreich heißt das Cordon Sanitaire. In Österreich sitzt die FPÖ ja in drei Landesregierungen, muss man sagen, und war ja auch schon in Bundesregierungen. Ja, das hängt aber auch damit zusammen, dass Frankreich ein Zentralstaat ist und ein bisschen anders aufgestellt ist. Nicht? Also das heißt, Bundesländer in dem Sinn gibt es dort nicht. Und wie es in den Departements ausschaut, weiß ich nicht, ob man dort oder zumindest auf kommunaler Ebene irgendwo zusammenarbeitet. Gibt es nicht. Oder nicht. Ja, das können Sie jetzt sagen, ich kann das Gegenteil nicht belegen. Nein, ich kann Sie... Ja. Aber belegen, ich würde es mir jetzt nicht zutrauen, dass es auf kommunaler Ebene nicht dort und da schon Zusammenarbeit gibt. Aber sei es drum, schauen Sie noch einmal, die normative Kraft des Faktischen, wenn ein ausgehöhltes, altes, kaputtes System momentan die letzten Zucker übernimmt oder durchführt, um sozusagen noch an der Macht zu bleiben, dann ist das eh nett. Ja? Aber nur, wie soll denn jetzt eigentlich der Herr Macron weiter regieren? Der hat sich ja beide Kniescheiben weggeschossen mit dieser Entscheidung, jetzt in vorzeitige Wahlen zu gehen. Ja? Also Macron kann jetzt die Tage zählen, wie lange er Präsident ist, und dann wird sich dort was Neues tun. Ja? Und wie gesagt, also, es gibt ja auch in Frankreich den Migrationsdruck, ähnlich wie in Europa, der dazu führt, dass die Menschen... Frankreich ist in Europa. In Österreich, ja, natürlich. Na, aber ähnlich wie in Österreich und in anderen europäischen Staaten, das wollte ich eigentlich sagen, schauen Sie in die Bundesrepublik Deutschland oder in diese europäischen Länder, wo halt die Migrationskrise besonders stark Druck auf die Menschen dort ausübt. Und das ist eine Entwicklung, die kann man nicht vom Tisch wischen. Ne? Und zu glauben, dass man jetzt mit irgendwelchen Wahlallianzen zwar jetzt mal kurzfristig sozusagen noch einmal schnell überlebt hat, aber das auf die Dauer auch so sein wird, das halte ich für etwas bläugig und zu kurz gegriffen. Das heißt also, vielleicht sollte man tatsächlich einmal dem Wesen der Demokratie auch eine Chance geben und eben mit diesem ständigen Ausschließen von Parteien aufhören. Denn wir tun das zum Beispiel nicht. Ja. Es wird zwar vielleicht mit den Grünen keine großen Schnittmengen geben, politisch, aber sie werden auch keinen... Auch rechnerisch wäre es nicht möglich. Auch rechnerisch, naja, wenn die FPÖ stark genug wird, ja, dann wäre es vielleicht sogar ein Rechenbeispiel. Also Sie glauben, dass Sie 40% schaffen? Nicht gleich, aber natürlich muss man danach trachten. Es hätte auch sein können, dass die Grünen 20 schaffen. Also ja, gefällt ihnen besser. Ne? Nein, aber was ich damit sagen möchte, ist das. Also es entspricht meines Erachtens nicht dem Grundwesen der Demokratie, ständig im Vorhinein schon zu sagen, also wen man aller nicht will. Ja? Und wie gesagt, auch am Beispiel der FPÖ, am Beispiel der AfD, am Beispiel vieler anderer rechtskonservativer Parteien und patriotischer Parteien in Europa sieht man aber, dass das den Bürger eher kalt lässt. Und also wenn er halt sozusagen als Wähler nicht gehört wird, wenn die Stimmen verschieden gewichtet werden, wie man es ja offensichtlich bei der FPÖ machen möchte. Nicht? Der Bundespräsident hergeht und sagt, naja, Kickl bekommt keinen Regierungsbildungsauftrag, dann wiegt eine FPÖ-Stimme offensichtlich nicht so schwer wie die von anderen Parteien. Nicht? Also das würde ich auch so einmal sehen. Da kann man wirklich einmal eine demokratiefilosophische Stunde abhalten, was das eigentlich heißt. Ja? Den Parteien
die rechtlich legitimiert sind, die sich im Rahmen der Verfassung bewegen, einmal von Haus aus als illegal zu punzieren und dann auszuschließen, ist ja ziemlich das undemokratisch, das man machen kann. Das ist das, was übrigens immer den rechtskonservativen und patriotischen Parteien vorgeworfen wird. Die anderen machen es halt nur. Gut, ob die FPÖ den Regierungsbildungsauftrag kriegt oder nicht kriegt, wissen wir noch nicht. Wir wissen noch nicht einmal, ob die FPÖ Nummer 1 wird. Es gibt aber denken Umfragen. Wir mal darüber nach, was der Herr Bundespräsident gesagt hat. Er weiß es noch nicht genau und hat so irgendwie Tendenzen aufblitzen lassen, es eher nicht tun zu wollen. Und bitte auch der Herr Sobotka in seinem letzten Abgesang bei der letzten Pressestunde, auch der denkt laut darüber nach, ob die FPÖ für den Fall, und haben Sie vollkommen recht, Wahlen müssen zuerst geschlagen und dann gewonnen werden, aber für den Fall, dass die FPÖ Erster wird, dann möchte auch der Herr Sobotka Isausen in Frage stellen, die bis dato die Zweite Republik geprägt haben, dass zum Beispiel die stärkste Partei den Nationalratspräsidenten bekommt. So weit sind wir mittlerweile. Und das zeigt doch, wie sich ein altes, ausgehöhltes, morsches System, das im Prinzip nur über Korruption sich selbst definiert, egal ob es jetzt rot oder schwarz oder sonst jemand ist, wie die halt einfach um ihre Freunde, um ihre Posten und schlussendlich um ihre Funktionen kämpfen, wissend, dass sie es auf die Dauer nicht schaffen werden, weil der Wähler ganz offensichtlich ganz was anderes vorhat. Mhm. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie die Schuld nur bei allen anderen, weil in Frankreich führt der Rassemblement National zumindest Leute, Berater, die der Marine Le Pen nahestehen, jetzt schon eine Debatte. Also einer ihrer engsten Mitstreiter hat gestern im Le Monde gesagt, so wie bislang können wir nicht weitermachen, weil sonst haben wir nie eine Chance zu regieren. Und er ist der Meinung, die Partei müsse sich weiter entradikalisieren und müsse auch besser darauf achten, welche Kandidaten sie auswählt. Fragen Sie sich manchmal, warum die FPÖ in Österreich für die meisten halt anderen Parteien auch nicht als Koalitionspartner derzeit angesehen wird? Also erstens mal, dieses Nicht-Koalitionspartner, dieses Lied kenne ich schon seit Ewigkeiten. Jetzt bin ich auch schon einige Jahre bei der FPÖ dabei. Es hat noch keinen FPÖ-Obmann gegeben, der irgendeiner anderen Partei gefallen hat. Ja, das waren immer alles die schlimmsten, radikalsten, bösesten alles. Beginnt bei Jörg Haider und hört halt jetzt auf. Diesen Zirkus kennen wir eigentlich, da zieht sich ja durch wie der berühmte Strudeltag. Also das ist ja eine alte Geschichte, die dann schlussendlich immer revidiert wird oder wo man halt dann schaut, okay, am Ende muss man ja doch dann auch dem Wähler Rechnung tragen. Das ist das eine. Und wenn Sie mal auf der anderen Seite jetzt sagen, dass irgendein Berater, wo Sie jetzt behaupten, das ist der Ängste von der Frau Le Pen. Einer der Ängsten, ja. Aber wie viele rechte Hände und wie viele Ängste Berater hat der Herr Kickl, wenn man den medialen Berichterstattungen glaubt? Also, ja, ich kann es nicht beurteilen, aber wenn der sagt, man muss ihn radikalisieren, jetzt sagen wir mal, wo ist Rassemblement National radikal in Ihrer Sicht? Vielleicht gefällt Ihnen die Migrationspolitik nicht, die von dort ausgeht, aber nur am Ende des Tages wird man sich dieser Migrationspolitik stellen müssen. Das ist auch das, was man von uns in Österreich erwartet. Also der Hintergrund dieses Satzes war, dass in französische Medien, die großen französischen Medien in der letzten Woche aufgedeckt hatten, ein Kandidat des Rassemblement National war in Wirklichkeit entmündigt, hätte also im Fall seiner Wahl gar nicht gewählt, also gar nicht das Mandat annehmen können. Ja, das müssten auch die Behörden des Herrn Macron geprüft haben. Eine weitere Kandidatin. Ja, ganz ehrlich, das ist doch ein Staatsversagen. Also wenn ihr heute kandidiert. Es ist aber schon auch ein Versagen einer Partei, solche Leute aufzustellen. Eine weitere Kandidatin. Ja, aber wenn er es nicht gesagt hat. War wegen einer bewaffneten Geiselnahme verurteilt. Mehrere Kandidaten haben nachweislich, also da reden wir von Videomaterial oder von schriftlichen, entweder homophobe, rassistische oder antisemitische Bemerkungen gemacht. Wenn es nach dem geht, dann was Sie vielleicht oder andere als homophob und rassistisch werten würden, weiß nicht, oder was man immer wieder in der Berichterstattung bei anderen Medien sieht. Es hat sich schon Bardella selber distanziert von diesen Leuten. Ja, ich glaube das alles, aber ich sage es Ihnen trotzdem nochmal als Partei, ohne zu wissen, was da jetzt, aber ich finde es gut, dass Sie so gut informiert sind, eben
einmal nicht so tief hineingekniet in die Problematik. Ich habe darüber berichtet. Naja gut, so haben Sie einen Wissensvorteil. Aber nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie Parteien funktionieren. Ich gehe davon aus, Sie machen lang genug Innenpolitik, aber Sie wissen ganz genau. Und jetzt nehmen wir mal ein Land von der Größe von Frankreich her, wie viele Kandidaten da auf irgendwelchen Listen draufstehen. Sie wissen ganz genau, in Österreich ist es nicht üblich und auch gar nicht möglich, dass Parteien von ihren Kandidaten Leumundszeugnisse eintreiben können. Ja. Das heißt, im Prinzip kann man nur darauf vertrauen, dass der ebenfalls nicht vorbestraft und sonstiges ist. Das muss man ihm glauben, aber dafür, wenn man rechtlich nicht antreten hätte dürfen, ja, gibt es dann schon Behörden, denn die Bundeswahlkommission, die prüft dann schon, ob hier alle grundsätzlichen Bedingungen dafür erfüllt sind, um das passive Wahlrecht ausüben zu können, sprich um gewählt werden zu dürfen. Ja. Also ganz ehrlich, man kann natürlich jetzt sagen, das ist denen passiert und sie haben sich offensichtlich nicht genau um diese Kandidaten gekümmert, ich kann es nicht weiter bewerten, aber am Ende des Tages haben die Behörden vom Herrn Macron versagt, das muss man auch einmal ganz klar herausarbeiten. Kommen wir zurück zu Österreich und Sie haben schon das Thema. Entschuldigung, weil es noch einmal wichtig ist, wenn man jetzt irgendwie homophobe Äußerungen vorwirft oder irgendwelche schlechte Rhetorik oder eine bösartige oder Verhetzung oder sonstiges, das ist doch das, was wir Freiheitliche, mit dem wir Freiheitliche tagtäglich konfrontiert werden, weil nämlich die Einheitspartei diesen Spin erzeugt. Okay. Das aber sieht offenbar. Dann dürfte bei uns auch niemand antreten. Zumindest wenn es auch grün und rot geht, nicht. Gut, da sehen offenbar Marine Le Pen und Jordan Bardella etwas kritischer, weil sie die Leute teilweise auch wirklich dann rausgehaut haben. Das würden wir auch machen, wenn wir da drauf kommen. Sie unterstützen sie nicht. Ist ja logisch. Sind Sie sich sicher? Ja, also entschuldigen Sie, wenn ich draufkomme, als Bezirksparteiobmann, der ich bin, ja, dass mir jemand hinters Licht führt für eine Kandidatur und man jetzt sagt, dass er vorbestraft oder sonstiges ist. Nein, aber wegen homophober, rassistischer oder antisemitischer Äußerungen. Ja, das muss man sich anschauen, wie der Fall gelagert ist, ja, keine Frage. Also das kann man jetzt nicht pauschal entscheiden. Nur, ich sage so, die Messlatte für homophob liegt in Österreich mittlerweile schon so tief, ja, und nämlich auch für irgendwelche Vorwürfe von Verhetzung und so weiter. Da gibt es ja x Verfahren, die geführt worden sind, die alle ins Leere geführt haben. Also wenn man das als Messlatte ansetzt, was jetzt das Dokumentationsarchiv, die Roten und die Grünen und der sonstige Einheitsbrei von sich gibt, nur dann ist jeder in irgendeiner Art und Weise homophob und da reicht es vielleicht sogar schon, wenn man irgendeinen unanständigen Witz erzählt. Gut, ich glaube, das Dokumentationsarchiv hat in Frankreich relativ wenig zu melden. Aber na, die werden eine ähnliche Vereinigung haben. Ähnlich pseudowissenschaftliche kommunistische Tarnorganisationen. Kehren wir zurück zu Österreich. Sie haben das Thema Migration schon angesprochen. Wird das Hauptthema der FPÖ im Nationalratswahlkampf werden? Selbstverständlich ist das Thema Migration ein Thema, das wir im Nationalratswahlkampf ansprechen werden. Das ist übrigens jetzt, glaube ich, auch keine große Überraschung, denn es ist ein Thema, das wir eigentlich schon sehr, sehr lang bearbeiten und beackern und wo wir schon sehr lange der Überzeugung sind, dass es jetzt einer absoluten Trendumkehr kommen muss. Also das heißt, das wird sicherlich ein zentraler Punkt sein. Aber es gibt auch viele andere Dinge, die die Menschen in diesem Land beschäftigen. Zum Beispiel der Umstand, dass wir noch immer unter der Inflation zu leiden haben, dass das Geld einfach nichts mehr wert ist, dass man sich wirklich Sorgen darüber machen muss, wie man sein Leben bestreitet mit dem, was einem noch geblieben ist. Wir haben ein Land, das aufgebläht ist, die höchste Steuer- und Abgabenquote überhaupt hat. Das führt wiederum dazu, dass wir in eine wirtschaftliche Rezession geglitten sind und vieles andere. Also da gibt es ja einen ganzen Korb an Themen, die man hier in diesem Zusammenhang diskutieren muss. Es geht auch noch immer um die Aufarbeitung der ganzen unsäglichen Corona-Maßnahmen, die ja kommende Generationen belasten werden mit diesem Geld, das hier aus dem Fenster geworfen worden ist. Die dürfen nicht vergessen, die Staatsschulden sind unter dieser Regierung verdoppelt worden. Ja? Und da kann man nicht immer noch als Corona in die Schuhe schieben. Auch da hat man schon komplett irrational gehandelt. Aber ist ja nach Corona so weitergegangen. Und da stellt man schon die Frage, warum eigentlich? Weil sie es offensichtlich nicht können. Das heißt also, alles das sind ja die Ingredienzien dafür, warum es Österreich im Prinzip dermaßen schlecht geht, warum sich die Menschen einfach Sorgen um ihre Zukunft machen. Migration, Inflation und dann der politische Wahnsinn, der sonst noch tagtäglich passiert. Also Sie müssen Ihr eigenes Medium jeden Tag anschauen, dann sehen Sie es ja eh. Gut, ganz zum Schluss noch möchte ich, weil Sie noch einmal zu einer Parallele oder Nicht-Parallele mit dem Rassemblement National kommen, weil es hat sich ja jetzt diese Fraktion im EU-Parlament gebildet. Jordan Bardella ist ja
da dann der Vorsitzende, der Wilimski ist der Stellvertreter, ihr FPÖ-EU-Kandidat für jene, Delegationsleiter für jene, die es nicht wissen. Da möchte ich ganz kurz zu den Inhalten des Rassemblement National kommen. Sie fordern, dass das Pensionsantrittsalter, das Emmanuel Macron auf 64 gehoben hat, auf 60 reduziert wird. Sie fordern eine Erbschaftssteuer und sie fordern das Einfrieren von Preisen des lebensnotwendigen Bedarfs, also von Mieten über Essen. Sind das Sachen, die die FPÖ unterstützen würde? Schauen Sie, ich glaube, das ist immer wichtig und danke, dass Sie diese Frage gestellt haben, weil das zeigt ja schon wieder, wo man hin möchte. Ich meine, bei einer europäischen Fraktion ist es so, dass sich Parteien einzelner Mitgliedsländer zusammenschließen und versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Ja. Aber es werden wahrscheinlich mit dem Herrn Salvini und mit der FPÖ keine Einigung über die Südtirol-Frage erzielen werden. Also es gibt schon Dinge, die unterscheiden uns halt auch auf europäischer Ebene. Und natürlich ist es auch und so, auch auf nationaler Ebene, auf europäischer ist eh klar, aber auch auf nationaler Ebene. Naja, selbstverständlich. Ich meine, im Prinzip sind gerade patriotische Parteien, Parteien, die die Interessen ihrer Länder vertreten, das ist doch eigentlich ganz klar. Passiert in anderen Bereichen im Übrigen auch. So eine Defragmentierung haben Sie vielleicht auch gerade heute wieder anlässlich des 75-jährigen Bestandsjubiläums der NATO gehört. Also gibt es auch Länder, die das mal so sehen, mal so, also auch nicht alle an einem gleichen Strang sind. Aber es geht einmal grundsätzlich darum, sich einmal auf eine große Fraktion zu einigen und hier auch die Möglichkeiten im Europäischen Parlament wahrzunehmen. So, jetzt wird das mit dem Pensionsalter in Deutschland, in Frankreich so gesehen, in Deutschland wird es anders gesehen. Das sind aber nicht sozusagen die Themen, die man jetzt zugrunde legt, um so eine Fraktion zu bilden, sondern geht es um die großen Themen, die uns interessieren. Und ein Thema ist natürlich die Migration, wenn man das in Europa die längste Zeit vernachlässigt hat. Also, und Sie wären zum Beispiel jetzt, also diese Frage könnten Sie jedem Sozialdemokraten stellen. Ja? Würde ich. Könnten Sie auch. Ich würde das gleiche Andreas Babler stellen, weil das linke Bündnis in Frankreich hat genau dieselben Forderungen. Aber Frau Tanne, noch sind wir nicht, und dafür werden wir sorgen, dass es auch nicht so kommen wird, noch sind wir nicht die Vereinigten Staaten von Europa. Noch gibt es hier keine Einheitsparteien, sondern es gibt hier einzelne Parteien von Mitgliedsländern, die sich zusammenschließen in eine europäische Fraktion, dort sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Aber vor allem, und das ist wichtig, die großen Themen miteinander ansprechen, wo es eben keine Widersprüche gibt. Und das wird sich auch nicht ändern. Gut, danke Christian Hafenegger für das Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.